Parteitag der Sozialdemokraten und wollten euch jetzt heute Abend noch mal ein bisschen so an den, sagen wir mal, Highlights teilhaben lassen. Wir haben so ein bisschen gedacht, euch interessiert vielleicht, was war denn die Rede des Tages, wer ist vielleicht der Verlierer des Tages, das wollten wir jetzt in den nächsten Minuten durchgehen. Ihr könnt uns auch Fragen stellen auf Facebook, wir gucken ab und zu mal rein. Aber anfangen wollen wir mit der Erkenntnis des Tages. Und ich sag mal so, Nikolaus ist GroKo aus. Das war der Spruch für den Tag. Was ist die Erkenntnis des Tages dazu, Martin? Naja, so ist es natürlich nicht gekommen. Ich gebe zu, das hat sich ja auch ein bisschen abgezeichnet. Man hat es ja gestern auch schon geahnt. Es gab gestern die letzte Version des Leitantrages, in dem das hätte quasi drinstehen müssen. Ich weiß gar nicht, hast du die gestern dir nochmal genau angeguckt? Wahrscheinlich noch ganz spät abends, doch. Ganz spät abends. Ich hab's gelesen. Und da war schon klar, okay, es wird hier keine Entscheidung drinbleiben oder rausgehen, definitiv geben. Wobei es gab einen Antrag von der Partei Linken, die gesagt hat, Mensch, wenn das da nicht mehr drinsteht, dann bringen wir das ein. Wir wollen das hier tatsächlich zur Probe stellen und gucken, wie die Leute abstimmen. Hat aber überhaupt keinen Erfolg gehabt. Also nur sehr, sehr wenige haben diesem Antrag zugestimmt. Das heißt, es gab dann keine Abstimmung. Es gab eben nur den Leitantrag. Ich weiß nicht, es gibt ja ein paar Forderungen, die da aufgestellt worden sind, wie es weitergehen kann in der Großen Koalition. Ja, und ich meine, also erstmal Erkenntnis Nummer eins, GroKo, zumindest heute, noch nicht vorbei. Das ist schon mal irgendwie, sagen wir mal, unterm Strich das, was rausgekommen ist. Klar, genau. Erkenntnis Nummer zwei, man will aber irgendwie noch was. Also ich habe so rausgelesen, widersprich mir, also bei der Klimapolitik will man auf jeden Fall noch mal reden. Stichwort CO2-Preis, da ist eine große Unzufriedenheit immer noch da. Den könnte man noch mal ein bisschen anheben, sagt die SPD, vielleicht sogar deutlich, so wie es ja auch viele Wissenschaftler fordern. Ob sowas mit der Union zu machen ist, mal schauen. Anderer Punkt, Mindestlohn. Also da hat man sich irgendwie in den Antrag reingeschrieben, die 12 Euro wären irgendwie schon eine echt coole Nummer. Glaubst du, dass das klappen wird? Glaubst du, dass sie damit machen werden? Also es gibt wohl teilweise Signale aus der Union, die sagen, man könnte das ruhig machen. Spannend war aber, dass Saskia Esken heute in ihrer Rede nicht mehr davon gesprochen hat, irgendwie wir müssen an die 12 Euro rankommen, sondern sie hat gesagt, 12 Euro ist ein Mindestwert für den Mindestlohn. Also sprich, das geht eher noch weiter nach oben. Ob das dann drin ist, schauen. Aber es war nicht das Einzige. Wir haben noch die Investitionen, die sie fordern. Ja, es soll also mehr Geld ausgegeben werden. Im Zweifel auch, wenn es jetzt mit der Wirtschaft nicht mehr ganz so läuft, dann soll der Staat mal wieder ein bisschen mehr raushauen und das gerne auch, dafür gerne auch Schulden machen, weil Kredite, das kostet ja alles gerade gar nichts. Geld kriegt man ja leicht. Und da ist das Duo schon lange auch dafür angetreten, eben im Zweifel mehr Geld auszuhauen. Ja. Ich glaube, Duo ist ein gutes Stichwort, weil dann werden wir sozusagen vielleicht, reden wir mal über die Wahl des Tages, weil das ist ja ein Parteitag, bei dem sollten auch neue Leute gewählt werden. Das hat uns ja jetzt monatelang beschäftigt, dass sozusagen die SPD auf der Suche gewesen ist nach neuen Parteivorsitzenden. Es war dramatisch, weil verschiedene Menschen angetreten sind und verschiedene Menschen auf der Strecke geblieben sind. Es ist dann letzte Woche klar gewesen, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sozusagen die sind, die vorgeschlagen werden, also die beim Mitgliederentscheid gewonnen haben, die aber heute noch gewählt werden mussten. Ja, das ist so ein bisschen verrückt eigentlich. Ne? Man hat jetzt quasi ewig viele Regionalkonferenzen, 23 waren es in ganz Deutschland, also man ist überall unterwegs gewesen und dann haben die Mitglieder abgestimmt, aber dann waren sie immer noch nicht Vorsitzende. Ja? Man musste jetzt nochmal hier abstimmen lassen. Ich meine, sie haben sich schon so gefühlt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da noch was schiefgehen kann. Aber entweder man sagt, die Mitglieder dürfen entscheiden oder die Delegierten entscheiden. Jetzt hat man so ein bisschen beides gemacht und eigentlich hätten die Delegierten, wenn man sich schon darauf einlässt, die Mitglieder zu befragen, hätten die Delegierten auch einfach zu 100% das jetzt durchwinken müssen. Das stimmt, was sie ja jetzt nicht zu 100% getan haben. Das hat nur Martin Schulz geschafft. Wie war die Zahl sozusagen des Tages dazu? Ja, also wir haben für Saskia Esken 75,9% Zustimmung bekommen heute hier und 89,1% für Walter-Borjans. Also da nochmal deutlich mehr. Ich glaube, erst ein bisschen weniger. Ich glaube, 75, waren es 0,9 oder 0,6? Ich glaube, 0,9, ja. Okay, dann habe ich es, glaube ich, falsch notiert. Gut, wir werden das nochmal nachchecken. Genau, darauf können wir uns immer einigen. Und Walter-Borjans, die 89, ist das jetzt ein Zeichen, dass sie nicht so beliebt ist? Naja, sie hat es natürlich ein bisschen schwerer. Also, Walter-Borjans war deutlich bekannter, Finanzminister früher in Nordrhein-Westfalen, hat sich einen großen Namen gemacht damit, dass er damals die Steuer-CDs angekauft hat und viele Steuermilliarden aus der Schweiz zurückgeholt hat. 7 Milliarden waren das für 19 Millionen, die CDs gekostet haben. So hat das heute in seiner Rede auch nochmal breit ausgetreten. Das war ja schon immer auch so sein großes Ding und das hat er gerne vorne rangestellt, wenn er über seine Erfolge gesprochen hat. Saskia Esken ist einfach deutlich unbekannter als Abgeordnete des Bundestages, auch noch gar nicht lange.
die hat es natürlich alleine dadurch schon schwerer. Und trotzdem, ich meine, sie hat auch immer noch mal betont, dass sie diejenige war, die Norbert Walter-Borjans quasi mit ins Boot genommen hat. Ausgesucht und sie hat. Der Mann an ihrer Seite. So, du bist der Mann an meiner Seite. Das ist auch schön heute Abend. Aber das Ergebnis lässt natürlich schon so ein bisschen vermuten, dass die Mitglieder eher sie an seiner Seite sehen. Das stimmt. Wobei man sagen muss, also ich habe mir das mal rausgesucht, die letzten 20 Jahre. Und da war das schlechteste, wer hatte das schlechteste Ergebnis? Weißt du es? Ja, was? Also Andrea Nahles war auch deutlich schlechter, war nur in den 60ern. Ja, das war das schlechteste Ergebnis der letzten 20 Jahre. Okay. Und wer hatte das beste Ergebnis? Gut, das habe ich vorhin schon verraten, Martin Schulz. Aber man muss sagen, wenn man sich das anschaut, so die letzten Jahre, das pendelte immer so im Durchschnitt zwischen 80% und 90%. So gesehen ist Norbert Walter-Borjans eigentlich echt gut. Also im Standard, das GS ein bisschen unten drunter. So. Ich gucke immer so zwischendrin hier in die Fragen. Ich gebe zu, wann sich die SPD wieder darauf besinnt, in einer Tradition eines Willy Brandt oder eines Helmut Schmidt zu sein. Das tue ich mich jetzt auch schwer, das zu beantworten. Aber gerne fragen, wenn es hier um den Parteitag tatsächlich geht, was hier heute los war, was die hier entschieden haben. Immer gern. Du musst die Fragen vorlesen. Mein Handy tut nicht. Aber wenn wir schon bei Zahlen sind und wenn wir bei der Frage sind, ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich würde zumindest mal sagen, die haben sich heute hier anständig geschlagen. Ihre Reden sind auch ordentlich beklatscht worden. Es gab Standing Ovations, nachdem die beiden geredet haben. Ich habe eine Frage. Du hast eine Frage? Ja, und die passt nämlich auch zu der Kategorie, zu der nächsten, die wir uns vorgenommen haben. Ja, wollte ich gerade anmoderieren. Nee, keine Chance, grätsch ich rein. Okay, hau rein. Verlierer des Tages. Ja? Wir haben darüber diskutiert, ob die Kategorie irgendwie fair ist, ob wir die machen können. Aber ich lese die Frage vor, dann weiß man schon, worauf wir hinaus wollen. Wie geht es eigentlich mit Olaf Scholz weiter? Gibt es da schon eine Einschätzung? Verstehe. Man muss dazu sagen, wir haben darüber gestritten, ob Olaf Scholz der Verlierer des Tages ist. Weil wenn es einen gibt, dann könnte er es sein, weil er nun mal letzte Woche diese Stichwahl zwischen den beiden Paaren, zusammen mit Clara Geiwitz, muss man sagen, er hat sie ja nicht alleine verloren, aber er ist nun mal der Prominenteste als Vizekanzler, der jetzt hier eben nicht Parteichef geworden ist. Du würdest sagen, er ist der Verlierer des Tages. Ja, warum? Tatsächlich, weil das ist ja nur das eine. Also tatsächlich haben ihn eigentlich alle schon als neuen Parteivorsitzenden gesehen. Von Anfang an hat man gesagt, die machen jetzt zwar 23 Konferenzen, am Ende kommt doch der raus, auf den man sich auch schon vorher hätte einigen können, nämlich Olaf Scholz. Dann ist er das nicht geworden. Das ist natürlich, die Fallhöhe war extrem hoch. Das ist nicht gut gelaufen, aber das Paar, das jetzt gewonnen hat, ja, Esken, Norbert, Walter-Borjans, die sind vor allem auch immer damit aufgetreten, dass sie sagen, wir müssen mehr investieren. Wir haben es vorhin auch schon genannt und dafür ist im Zweifel, Norbert Walter-Borjans hat das heute gesagt, sowohl die Schuldenbremse ist ihm dafür egal, als eben auch die schwarze Null. Im Zweifel können wir weiter Schulden machen, das Geld ist gerade so günstig. Und da war Olaf Scholz immer derjenige, der dagegen gesprochen hat, der dagegen argumentiert hat und als Finanzminister das Geld zusammengehalten hat. Ja, den O-Ton gab es heute und der ist auch prominent gerade in der Tagesschau gelaufen. Und ich habe ihn vorhin auch verwendet, also dass sozusagen die schwarze Null weg muss. Aber ich finde, Olaf Scholz ist trotzdem nicht der Verlierer des Tages. Aus zwei Gründen, meiner Meinung nach. Erstens, wenn man sich den Leitantrag anschaut, dann sieht man da durchaus drin, dass die Realpolitiker, die nicht so linken Politiker, da eine Handschrift hinterlassen haben. Also der ist deutlich abgeschwächter als das, was man im Vorfeld von diesem Spitzenduo gehört hat. Die wollten das alles eigentlich viel radikaler, viel krasser sozusagen zugespitzt haben und das ist so nicht passiert. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Einfluss auch, könnte man im weiteren Sinne sagen, von Olaf Scholz. Und der zweite Punkt ist, dass er heute hier einen ganz guten Auftritt hatte. Also er ist fast aus sich herausgegangen. Er ist eher, sagen wir mal, so ein zurückhaltender Typ, ehemals Scholz-O-Mat. Und ich fand, dass er hier heute sehr leidenschaftlich war und man hatte jetzt nicht das Gefühl, der kommt hierher und ist total eingeschnappt. Also das hat sich bei mir irgendwie nicht so übersetzt. Und der dritte Punkt, der mir noch einfällt, dass ja seine Partnerin, Clara Geiwitz, jetzt sozusagen auch mit dabei ist. Sie ist nämlich stellvertretende SPD-Chefin. Also so schlecht ist jetzt auch nicht gelaufen. Ob ihm das aber als Finanzminister und Vizekanzler hilft, weiß ich nicht genau, weil ich glaube, es wird schon in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend zu sehen sein, sollte die SPD tatsächlich viel massiver diese schwarze Null jetzt abräumen wollen, wie er damit umgeht als Finanzminister und ob er, also mit seiner eigenen Partei und auf der anderen Seite, ob seine eigene Partei ihm eigentlich vertraut, das auch gegenüber der Union dann hart genug zu verhandeln. Das ist eine gute Frage, aber zumindest ist er nicht der Verlierer des Tages. Ja, es könnte vielleicht relativ schnell, des Jahres, wir werden das sehen. Ja, aber werden, haben wir noch interessante Fragen? Du musst gucken, weil es bei mir. Ja, ja, ich gucke immer mal. Ich würde was sagen, wenn ich was sehe. Vielleicht leiten wir erstmal über zur Überraschung des Tages. Das war ja auch ein Zahlenspiel. Mhm. Aus 3 mal 5. Was verbirgt sich hinter diesem Zahlenspiel aus 3 mal 5? Ja, das ist die wundersame Vermehrung der Stellvertreterposten bei der SPD. Man muss dazu sagen, also beim letzten Mal hatten sie 6, also insofern ist es jetzt schon weniger. Aber eigentlich wollten sie ja insgesamt den Parteivorstand verkleinern. Hintergrund sie ist, haben ja auch zwei Vorsitzende jetzt, ja? Ja, da haben sie natürlich vergrößert, aber Hintergrund ist,
die SPD hat nicht mehr so viel Geld, ganz banal, weil weniger Wählerstimmen, weniger Parteienfinanzierung und so weiter und so fort, es läuft nicht so gut. Und dementsprechend Verschlankungsprozess, hat man relativ viel Aufmerksamkeit und Arbeit reingesteckt und gesagt, okay, wir an allen Stellen wird gespart und auch bei den Stellvertretern nicht mehr 6, sondern 3. Das haben Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gestern noch mal vor der Presse bestätigt, wir bleiben bei den 3. Problem allerdings, es gab 4 Bewerber für 3 Posten. Die ersten beiden Posten waren gesetzt, 2 Frauen. Die Wirtschaftsministerin aus dem Saarland war auf dem einen Posten und Clara Geiwitz auf dem anderen, das haben wir ja schon gesagt. Da gab es keine Diskussion, aber der dritte Posten, da sollte ein Mann drauf, oder da haben sich 2 Männer beworben. Und der eine Kevin Kühnert und der andere Heil. So ist es, das Duo hat sich unbedingt Kevin Kühnert eigentlich auch gewünscht, den Juso-Vorsitzenden, der ja auch das Duo immer unterstützt hat mit seinen Jusos und massiv für sie geworben hat. Den haben sie sich gewünscht, aber Hubertus Heil wollte auch gerne. Der kommt jetzt leider aus dem anderen Parteilager, also eher aus der Realo-Ecke Juso. Die Jusos, die stehen ja immer deutlich weiter links. Und diese Auseinandersetzung, die ließ sich nicht auflösen. Hubertus Heil soll, Kevin Kühnert auch bestätigt, soll Kevin Kühnert angeboten haben, zu sagen, lass uns beide einfach zurücktreten für eine Frau und wir beide lassen das dann bleiben. Kühnert wollte das aber nicht. Also er wollte weiter antreten und Heil hat auch nicht zurückgezogen. Und somit musste man über Nacht noch eine Lösung finden. Man wollte hier unbedingt diesen Streit auf dem Parteitag vermeiden. Ja, und dann hat man eben gesagt, am Ende, 3, 4, lass uns 5 machen. Ja, wir nehmen einfach noch jemanden dazu. Es gibt natürlich einen Grund, weil die SPD sich ja nun mal auf die Fahnen geschrieben hat, dass man Parität hat oder zumindest eine Paritätsannäherung, also Männer und Frauen annähernd gleich vertreten sind in den wichtigen Gremien. Und dementsprechend war klar, wenn wir die beiden Männer in diese Stellvertreterposition lassen, dann müssen wir auf der anderen Seite auch noch eine Frau reinholen, damit es wieder ausgeglichen ist. Und deswegen gibt es jetzt 5 Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. Ja, tatsächlich. Aber nach außen ist es schwer zu verkaufen, dass man sich nicht traut, hier auch mal so eine Auseinandersetzung durchzuführen. Also es gab tatsächlich eine Wortmeldung von einer Delegierten, die sich vorhin hinstellte und sagte, seit wann darf man eigentlich auf Parteitagen nicht mehr streiten? Ja, wie peinlich ist das denn, wenn wir es nicht mal mehr schaffen, auch mal über irgendwas wirklich uns auseinanderzusetzen und zu gucken, was der Parteitag dann entscheidet und nicht immer vorher alles schon abzuwiegeln. Ja gut, es ging natürlich darum, alle haben immer gesagt, oh mein Gott, die beiden Strömungen, die sehr Linken und eher die Realos gegeneinander und jetzt wird es auf dem Parteitag da auch wieder Streit geben mit dieser Kampfkandidatur. Das haben sie natürlich versucht abzuräumen dadurch. Es geht so ein bisschen um Harmonie heute bei diesem Parteitag, das ist ganz klar, man will nach außen hin einfach mal irgendwie Geschlossenheit zeigen. Allerdings die Absurdität, wenn man das Rechenspiel mal zu Ende macht, sie wollten den Parteivorstand und auch die Spitze verkleinern, also von 6 auf 3 plus eben 2 Parteichefs, ja, das wären so, eher so 5 gewesen. So, ja, und eigentlich ein Vorsitzender und wie auch immer. Also am Ende sind es jetzt in der Parteispitze wieder genauso viele Leute wie vorher. Genau, vorher waren es 6 plus 1, jetzt sind es 2 plus 5. Genau, macht 7. So ist es. Pass auf, wir haben eine Frage. Ob es Wortmeldungen gegeben hat bezüglich Alternativen oder Änderungen zur Agenda 2010 und dem Klimaschutzpaket. Zum Klimaschutzpaket haben wir ja gerade schon gesagt, also dass tatsächlich auch in diesem Leitantrag drinsteht, dass man da nochmal nachfordern will gegenüber der Union, im Zweifel den CO2-Preis noch höher anzusetzen, um da eben, so wie die Wissenschaft das ja auch fordert, vielleicht mehr Effekte zu erzielen als der Preis, den man jetzt erstmal so kompromissmäßig in der Koalition gefunden hat. Und zur Agenda 2010? Ja, also Wortmeldungen insofern, dass natürlich die Parteichefin in ihrer Rede das angesprochen hat, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Satz, sie hat, glaube ich, gesagt, also der Wortlaut so Pi mal Daumen, wir sind die Partei, die Hartz IV eingeführt hat und wir sind auch die Partei, die es wieder abschaffen wird. Also da könnte man sagen, in der Hinsicht hat sie die Agenda 2010 sozusagen mit angesprochen und sie hat ja auch sehr klar gemacht, dass sie diesen Niedriglohnsektor, den es in Deutschland ja durchaus gibt, dass sie da aufräumen will, dass sie den weghaben will und dass sie da sozusagen massiv rangehen will und das könnte man jetzt schon, glaube ich, unter Agenda 2010 oder Umgang damit verbuchen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben noch eine Frage, ob Kevin Kühnert eigentlich den Vorsitz der Jusos jetzt abgeben muss, wo er zum Stellvertreter gewählt worden ist. Das ist übrigens tatsächlich so vor einer Viertelstunde verkündet worden. Also das sind knapp 70% hat man Kevin Kühnert dann jetzt auch zum Stellvertreter gewählt. Und er wäre ohnehin unser nächster Punkt gewesen unter der Rede des Tages. Du hast es verraten, oh mein ja, Gott. Ja, natürlich. Wir wollten noch hinleiten. Naja, also, da bin ich nicht gut drin. Nee, also muss er den Juso-Vorsitz abgeben? Beantworten wir Nein. zuerst. Nein, muss er nicht.
Also meines Wissens, also die Leute, die ich gefragt habe, sagten, da gibt es keine Unvereinbarkeit, sage ich mal so. Anscheinend sind die Satzungen da kompatibel. Allerdings, was ich persönlich so ein bisschen komisch finde, also eigentlich sind ja diese Jugendorganisationen von den Parteien dazu da, ihren Parteien auch ein bisschen sozusagen Feuer zu machen und sie auch mal zu konfrontieren, vielleicht mit neuen Ideen, die eher so ein bisschen radikaler sind. Das ist so die integrierte Fundamentalopposition in der Partei. Eigentlich. Genau, und jetzt sitzt der da aber und ist Mitchef. Also ich frage mich, wie das dann eigentlich gehen soll und ob das die Jusos stärkt. Also im ersten Moment haben die Jusos jetzt, glaube ich, so gefühlten Aufwind für sich selber, weil einer von ihnen jetzt wirklich ganz oben mit dabei ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht die Jusos auch ein bisschen schwächt, weil sie können jetzt nicht ständig gegen ihren Chef reden. Also mir erscheint das ein bisschen paradox. Tatsächlich hat es aber bislang irgendwie keiner große Bedenken. Die Rede von ihm, um sich auf diesen Stellvertreterposten zu bewerben, es war definitiv die mit dem meisten Applaus. Da konnten sich alle heute hinten anstellen. Gut, die Applauslänge war bei den Vorsitzenden natürlich lang. Das weiß man. Die Journalisten stoppen, da will man irgendwie was liefern. Aber wie sehr Kevin Kühnert schon während der Rede dafür gesorgt hat, dass die Leute aufgestanden sind, das hat hier kein anderer Redner hinbekommen. Ja. Na gut, ich meine, was er, glaube ich, schon gut, also er ist erstmal rhetorisch einfach brillant, muss man so sagen. Es gibt auch andere Leute, die hier gut geredet haben. Also Hubertus Heil, ganz ehrlich, hat es auch echt gut gemacht, hat auch viel Applaus bekommen. Aber was Kevin Kühnert, glaube ich, noch so ein bisschen mehr hat, ist, dass er eben auch so dann so Themen triggert und, sagen wir mal, die Leute irgendwie noch ein bisschen mehr mitnimmt. Und heute war sein großes Thema auch die Jugend und die jungen Leute und vor allen Dingen auch echt nochmal austeilen gegen die Union, oder? Genau, ja, er hat zum Beispiel angeregt, Kamm-Karrenbauers Idee des verpflichtenden sozialen Jahres angesprochen und hat gesagt, das wäre alles Murks, die Jugend von heute, die wäre ohnehin verpflichtet, die Schulzeit ist verkürzt, der Bachelor, der Master, das ist alles so verschult, man hat eh keine Zeit mehr für irgendwas und dann noch einen oben drauf zu legen, das wäre völlig widersinnig. Ganz im Gegenteil, man müsste endlich mal was für die Jugend tun, zum Beispiel, er forderte eine verbindliche Ausbildungsplatzgarantie und hat damit hier auch Riesenjubelstürme ausgelöst. Ja. Oder einen Stopp für befristete Arbeitsverträge zum Beispiel. Ein Riesenproblem ja für ganz viele, die dann in die Arbeitswelt starten. Er selbst hat auch mit seinem Alter noch mal ein bisschen gespielt, dass es ihm ziemlich auf den Sack geht, dass er mit 30 immer noch als Nachwuchshoffnung gilt. Er sieht sich da längst nicht mehr, bezeichnete sich selbst als jetzt im zweiten Lebensdrittel angekommen. Ich muss jetzt nicht. Mal endlich aufhören mit diesem Jugendlichen. Ja gut, ich meine, spätestens heute ist er auf jeden Fall bei den Erwachsenen angekommen, wenn man das jetzt mal so im Bild sieht, weil er ja jetzt nicht mehr nur Juso-Chef ist, sondern er ist stellvertretender SPD-Parteichef. Er hat es in den letzten Monaten schon gezeigt und heute wieder unter Beweis gestellt. Er ist einer der Wortführer geworden in der Partei, die nicht mehr so ganz genau weiß, wie sie eigentlich mal wieder den Wählerschwund stoppen kann. Und er hat zum Beispiel heute ganz klar gesagt, wir dürfen noch keine Angst haben im Zweifel vor rot-rot-grünen Bündnissen. Wenn da die eigenen Inhalte umgesetzt werden können, dann müssen wir das machen. Ja. Und schon ist es wieder da, das GroKo-Ende. Aber wir wollen auch so langsam zum Ende kommen. Und wir dachten aber, ein Punkt, den man sicher noch mal kurz besprechen muss, ist die Frage, die Stimmung des Tages. Wie würdest du die beschreiben? Na, es steht hier hinter uns in die neue Zeit. Steht vorne groß auf der Bühne und man will hier einen Aufbruch starten. Man hat ein völlig neues Präsidium, ja, sehr viele neue Köpfe, die Etablierten da erstmal rausgenommen. Und trotzdem muss man sagen, also die richtige Aufbruchsstimmung, die habe ich jetzt noch nicht gespürt heute. Und ich habe auch mit einigen Delegierten gesprochen, die gesagt haben, ja, ich habe schon mehr vernommen auf anderen Parteitagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Naja, ich habe erstmal bei diesem Spruch, denke ich immer so, weißt du, wo der herkommt? Ist natürlich mehr oder weniger so, würde ich das zumindest interpretieren, aus einem alten sozialdemokratischen Song. Da geht es auch um die neue Zeit und ich glaube, damit will man so diesen Aufbruch signalisieren. Ich würde dir aber zustimmen, ich glaube, heute ging es erstmal darum, irgendwie durchzuatmen und es hinzukriegen, sich nicht schon wieder zu streiten. Das war irgendwie das Riesenthema. Und Solidarität, wir sollen solidarisch sein. Es gab, glaube ich, niemanden, der das nicht benannt hat und immer wieder... Das stimmt, aber für eine SPD-Veranstaltung, finde ich, haben sie es gar nicht so oft gesagt wie sonst immer. Also ich fand, das war heute angenehm zurückhaltend. Trotzdem muss ich sagen, man spürt schon auch immer noch so eine gewisse Ratlosigkeit, wie das jetzt überhaupt weitergehen soll. Also, weil auch die neuen Parteichefs müssen ja zeigen, dass sie da jetzt was wuppen. Und ich habe so das Gefühl, alle sind froh, dass das jetzt heute irgendwie locker über die Bühne ging und jetzt irgendwie kein böses Blut gab oder zumindest kein neues böses Blut. Aber was jetzt werden soll, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, morgen soll es ja hier noch ein bisschen inhaltlicher werden. Heute war ja tatsächlich eben diese Frage der GroKo, dieser Leitantrag, wobei da schon auch viele Inhalte drinstecken. Dann aber die großen Personalfragen. Morgen geht es noch ein bisschen um Inhalte.
sogar ein bisschen mehr. Also es geht nochmal um tatsächlich Sozialstaat, es geht nochmal um Klimaschutz. Also das sind schon so große Themen, wo es auch durchaus noch Streitpunkte gibt. Und das werden wir uns sicher morgen auch anschauen, aber genau. Für heute... Wir bleiben hier. War es das von uns? Viel Spaß noch. Schönen Abend. Guten Abend. Alles gut. Alles gut. Wir hatten so einen Lauf. Obwohl wir echt schnell geredet haben. Genau. So, jetzt haben wir noch den neuen Generalsekretär. Parteisekretär. Aber hier ist auch mein Vorsitzender. Hey, vielen Dank.